Hallo ihr Lieben. So, ich dachte mir, ich mache heute mal so ein Face-to-Face. So über die Videokamera. Hat mal lange nicht und dementsprechend war mir das jetzt mal ein Anliegen. Ich habe schon ein Short-Video dazu gemacht. Wer also bloß 60 Sekunden investieren möchte, weil er wissen will, um was es geht, darf gerne dort reinschauen. Ansonsten hole ich hier ein bisschen weiter raus. Und ja, ich habe heute, oder besser gesagt, gestern war es einen Kommentar unter einem meiner Videos gehabt. Es war ein Musikvideo, wo eben gesagt wurde, ah, so schlimm und einfach nur schlimm und Fremdschämen. Und das Video selber ist nicht zum Fremdschämen. Das Video ist gut. Ich mag das Video. Ich mag, also jetzt mal unabhängig davon, ich lade keine Videos hoch, wo ich nicht hinterstehe, wo ich nicht irgendwie das Gefühl habe, das könnte doof sein. Und jetzt mal unabhängig davon, wenn man der Meinung ist, es ist schlimm, hat man ja die Möglichkeit weiter zu scrollen. Ist okay, kann man machen. Ist einfach wegwischen oder wie auch immer. Und oder halt eben dann eben auch schreiben, was daran so schlimm ist. Hat jemand schief gesungen? Hat jemand sich nicht richtig ausgedrückt? Also wenn es jetzt zum Beispiel bei meinen Bastelvideos wäre oder so, dann wäre das natürlich hilfreich, wenn man auch schreibt, was es ist. Ich habe jetzt, ja, also ihr braucht nicht suchen, ich habe den Kommentar gelöscht. Und das einfach aus einem Grund, nämlich, dass ich respektvollen Umgang damit haben möchte. Ich möchte Kommentare auch respektvoll beantworten. Wer mich kennt, ich habe bisher, glaube ich, auf jeden Kommentar, wenn es mir einer durchgerutscht, dann tut es mir leid, aber ansonsten, ich gucke eigentlich schon, dass ich Kommentare auch beantworte, in welcher Art auch immer, entweder mit dem Klick, dass ich es gesehen habe, also dieses Herz, was mir als hochladende Person zur Verfügung steht, oder eben halt wirklich ein Kommentar. Und hat da eben auch kritische Kommentare schon unter mehreren Videos, ob es jetzt hauptsächlich tatsächlich meine Bastelvideos, die habe ich dementsprechend auch beantwortet. Es gab zwei, drei, vier Kommentare, die ich tatsächlich auch gelöscht habe, weil die respektlos waren. Wo einfach entweder gesagt wurde, ja, da muss man schon richtig dumm sein, wenn man das nicht weiß, und oder das ist einfach nur hässlich, wo ich irgendwo denke, pff, was soll ich damit anfangen? Was ist das für eine Intention? Jetzt mal unabhängig davon, was erwartet man von so einem Kommentar? Wenn es einem nicht gefällt, kann er gerne weiterklicken. Das ist okay. Für mich sind das Videos, ich lade Videos hoch, die ich für mich auch hochlade. Ich schaue selbst zum Beispiel meine Musikvideos unheimlich gerne. Auch als Musikhintergrund zum Beispiel. Also ich lasse die dann immer laufen. Und habe eben die Bastelvideos auch als Erinnerung, bestimmte Sachen. Ich bastel halt, ich nehme euch überall mit, zeige euch auch Sachen, die halt zum Beispiel schiefgegangen sind. Und ich glaube, das ist auch okay. Und das macht das ja auch aus, dass ich euch Dinge zeige, damit ihr die Fehler nicht selber macht. Oder eben ihr mir vielleicht auch einen Tipp geben könnt, Mensch, guckt doch mal. Vielleicht funktioniert das so besser. Ich habe zum Beispiel noch ein Kerzenvideo in Planung. Da gab es auch einen Kommentar, dass man das ja machen kann. Ich habe natürlich bestimmte Sachen, habe ich Schwächen. Ich kann nämlich leider keine Fremdsprachen. Ich verstehe Basics, aber bestimmte Sachen muss ich mir übersetzen lassen. Hoffe immer, dass mir das dann jemand, meistens Google, auch übersetzt. Richtig, dass ich wenigstens ungefähr weiß, worauf derjenige mir was sagen möchte. Aber ich möchte natürlich auch einen konstruktiven Austausch haben. Also wie gesagt, wenn mir jemand sagt, ich hatte letztens, da hat mir einer unter das Epoxidharz-Video geschrieben, warum hast du keine Maske auf? Und das ist auch wichtig. Das ist Kritik, das ist, damit kann ich ganz gut umgehen. Aber nicht, wenn mir einer schreibt, ja, du musst die Maske aufsetzen, das ist alles falsch, wie kannst du nur das zeigen, und ohne zu fragen, warum hast du es nicht? Und ich habe es natürlich auch begründet. Ich habe es begründet, nämlich, dass dieses Epoxidharz laut dem Aufschreiben nicht gesundheitsschädlich ist. Und das ist auch okay, ich nutze oft die Maske, also dementsprechend keine Sorge, ich mache es trotzdem. Ich habe aber immer das Fenster offen
Und was mir aufgeschrieben wurde, ich soll es halt nicht in meiner Küche machen. Ja, was soll ich sagen? Dann ist das eben so. Ich habe, wie gesagt, ich achte da sehr genau drauf. Mir ist meine Gesundheit sehr heilig und habe genug andere Baustellen. Da brauche ich jetzt diese nicht auch noch. Und dementsprechend versuche ich da natürlich dann eben auch drauf einzugehen und zu begründen, warum ich Dinge anders mache. Und dass ich mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht habe. Aber wie gesagt, Kommentare wie ist hässlich, ist Fremdschämen, ist schlimm. Was bitte will man damit bezwecken? Und wie gesagt, Daumen nach unten macht. Der Einzige, der es sieht, ist YouTube, der Algorithmus und ich. Und das ist okay, kann ich gut mitleben. Könnt ihr gerne machen. Ich schaue es mir auch nur begrenzt an, aufgrund dessen, weil ich, wie gesagt, der YouTube-Kanal ist für mich persönlich, für meine Erinnerungen, für meine Zeit, die ich habe und wo ich bastel und lasse euch daran teilhaben, weil ich das einfach sehr schön finde und eben bestimmte Erfahrungen einfach auch zu teilen oder bestimmte Basteltechniken euch zu zeigen. Oder eben, wenn ich zu Musikbands gehe, ich gehe zu Musikbands, weil ich sie mag und stehe dazu dann auch. Zu vielen Bands gehe ich öfter. Es gibt Bands, da gehe ich nur einmal hin. Oder, ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, mir geht es Tatsache jetzt darum, einfach, ich wünsche mir einen respektvollen Umgang. Und bitte seid nett zueinander, seid nett zu mir. Ich lösche nur ungerne, weil ich natürlich auch immer vorher abwäge, warum würde ich den jetzt löschen, fühle ich mich angegriffen oder nicht. Und es gibt natürlich immer wieder Menschen, die natürlich der Meinung sind, sie müssten das jetzt so machen. Aber ich finde, wo ist der Respekt heutzutage geblieben? Heutzutage wird so oft respektlos gehandelt und ich finde es so, so schade mittlerweile, was abläuft und dass anscheinend Kommunikation nicht mehr wirklich gang und gäbe ist. Ich weiß nicht, seit wann es nicht mehr zum Standard gehört hat, aber anscheinend gehört es nicht zum Standard, dass man respektvoll miteinander umgeht und dementsprechend kann ich nur appellieren, ich wünsche mir eine ordentliche Kommunikation. Nicht nur hier auf YouTube, ich wünsche mir auch privat, was aber anscheinend eben nicht immer wieder funktioniert. Mittlerweile, es gibt Sachen, wo ich denke, ja, dann ist es mir jetzt mittlerweile egal. Natürlich lässt mich vieles nicht kalt, wenn man mich irgendwie persönlich angreift, mich irgendwie ignoriert oder auf einmal irgendwie links stehen lässt, jetzt im realen Leben, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten versuche ich die Dinge jetzt einfach an mir abprallen zu lassen. Ich mache die Dinge dann trotzdem, wie sie für mich passen. Und wer einfach ein Problem hat, der soll auf mich zukommen und Dinge ganz klar mit mir besprechen. Nicht einfach sagen, ja, das darfst du so nicht. Das wollen wir so nicht. Nein, mir ist eine klare Kommunikation im Zweifel. Da gibt ja auch von meiner Seite ja ganz oft immer Gesprächsangebote, wenn da wirklich mal irgendwo Zoff ist. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr am Sonntag wieder dabei seid. Ich muss gucken, ich schaue mal, ob ich es heute noch hochlade, jetzt das Video. Und wünsche mir natürlich, dass ihr da seid. Am Sonntag um 12 Uhr kommt das Video. Je nachdem, welcher Sonntag jetzt. Wie gesagt, ich gucke, dass ich es heute noch hochlade. Dann ist nämlich der Sonntag morgen. Und dann kommen da nämlich getrocknete Blumen und auch wieder Epoxidharz. Und ich weiß, das Video wird viel geguckt, was ich schon mal vor einer Weile hochgeladen habe. Also dementsprechend glaube ich, habt ihr da vielleicht ein bisschen Freude dran und könnt da wieder so ein bisschen zuschauen. So, dann jetzt einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich, wenn ihr wieder da seid. Und bis bald. Tschüss.